Was geht ab, liebe Kollegen? Du bist still! Warum spritzt das? Weiß ich nicht. Ist das nicht Kakao? Kaffee. Was geht ab, liebe Community? Herzlich willkommen heute zum neuen Lost Place Video. Es ist heute kein schönes Wetter. Ja. Lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Und aktiviert die Glocke. Bis gleich. Wir haben zwar bisher noch kein Lost Place gefunden, wo wir reinkommen, aber wir sind gerade im Harz, Leute. Wir sind einfach im Harz. Wir wollen da hochlaufen. Malte ist da vorne. Wie geil ist das denn hier? Campingplatz hier oben. Schön. Du Arschloch. Was steht hier denn? Von Goethe. Interessant, Leute. Könnt ihr mal stoppen, wenn ihr das lesen möchtet. Aber wir wollen jetzt da lang. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Wir waren auch gerade schon beim verlassenen Krankenhaus, aber da kamen wir halt nicht rein, leider. Aber wir haben jetzt das Wunderschöne entdeckt. Also erkunden wir jetzt erstmal das. Und dann schauen wir weiter. Heute wieder ein paar Stufen laufen, gar kein Bock. Es ist verdammt rutschig, ja. Malte, wir haben es gleich geschafft. Wie weit wir oben jetzt schon sind. Da oben haben wir so einen Adler. Guckt euch dieses Tal da unten an. Normalerweise ist es runter leichter, aber wenn es regnet, nein. Alter, so rutschig wie die Kacke ist. Das ist richtig rutschig. Top gesichert gegen uns Fettsäcke. Jägermeister! Malte geht Offroad-Wege. Digga, hier ist richtig rutschig, wa? Bruder, hast du eine Ersatzhose dabei? Okay, gut, ich auch. Warum machst du das auch? Weil ich Bock drauf habe. Abenteuer. Abenteuer, wie das duftet. Warum machen wir so einen scheiß Überhaupt und fahren in den Harz? Weil wir geil sind. Weil ich geil bin. Ja, okay. Sind wir endlich schwach, wie weit wir wollen. Let's go. Wow. Hast du noch einen? Bohlen, Hardside-Edition. Oh. So ein Tollpatsch wie ich bin, gehe ich lieber on-road und nicht off-road. Sonst fliege ich wieder hin. Aber diesmal habe ich Wechselklamotten dabei. Ich habe dran gedacht. Wo ist denn der Malte? Wo versteckt er sich? Wo ist er? Ist er da hochgegangen schon? Wie schnell ist er? Ist er da reingegangen? Ist er da hochgegangen? Wie hoch der Berg hier einfach ist. Und da oben waren wir fast drauf. Aber da ist der Adler, seht ihr. Malte ist einfach schon beim Auto. Ja, ich suche ihn und suche ihn. Da war ich beim Höhleneingang. Und er ist einfach beim Auto. Leute, wir versuchen gerade in so ein verlassenes Krankenhaus reinzukommen. Aber bisher haben wir noch keinen Eingang gefunden. Mal gucken, vielleicht finden wir den ja gleich. Das Wetter ist hier auf jeden Fall nicht so schön. Es regnet richtig. Und Schnee liegt hier auch. Guck, es liegt einfach alles voller Schnee. Ach, da hinten ist Malte. Wie geil sieht das denn aus mit dem Übergang hier? Hier auch einen schönen Bach, Leute. Aber reinkommen tun wir, glaube ich, gar nicht hier. Ist alles zu schade eigentlich. Aber genau, wir gucken uns die anderen Häuser an. Vielleicht kommen wir da ja rein. Einfach zu nice. Auf jeden Fall sind wir, wie gesagt, hier in so einem kleinen Haus. Da ist schon Schimmel. Richtig eklig. Aber die Toiletten sind noch ganz. Oh, ein Wunder. Die sind noch ganz. Haben wir sogar zwei Toiletten, Leute. Oh, ein Telefon. Ein altes Telefon. Hier war die Küche drin, denke ich mal. Hier war noch so ein kleines Gästezimmer bestimmt. Ich gehe mal nach oben. Hier haben wir sogar einen Balkon. Bist du auf dem Dachboden? Also ich dachte, du wärst am Dachboden. Jo. Das sind noch ganze Papiere und so. Stadt frei zur Saison 2001. Es könnte sein, dass es seit 2001 verlassen ist. Sieht auf jeden Fall aus, dass es seit 2001 hier verlassen ist, Leute. Wegen der Rechnung hier auch. Da steht fällige Mahnung. Wahrscheinlich muss die hier zwangs raus. Gehe ich mal von aus, weil hier fällige Mahnung aussteht. Malte hat erstmal Hundefutter gefunden. Von? 2003.
Seit 2003 ist das Futter abgelaufen. Aber es muss auch geil gewesen sein. Einfach Fenster auf, duschen. Jawohl, Hannibal. Ein Hannibal-Poster. Ein alter Schallplattenspieler, Leute. Wie alt der ist. Das ist Chris. Von Schneider noch. Weißt du, wie das aussieht für mich, als sie ganz, ganz schnell raus mussten? Leute, den Fernseher haben sie mitgenommen, aber die Fernbedienung nicht. Hier haben wir das Schlafzimmer, das große Familienbett, beziehungsweise Ehebett. Ich will gar nicht wissen, wie viele Milben da drin sind. Ja, ich weiß nicht, wie viele da drin gepoppt haben. Als ja. Ritter. Schon alle angekritzelt. Carla Kolumna. Beste früher. Eine PS2 damals neu auf dem Zubehörmarkt. Voll geil. Ich geh im Keller, guck doch mal. Viel Spaß, geh ganz nach rechts rein. Malte hat gesagt, da ist irgendwas am Verwesen. Unangenehm. Aber es stinkt hier richtig unangenehm. Waschmaschine. Geh mal hier in den Raum, da kommt das hin. Allein das alte Radio, guck das Radio an. Hier haben wir auch noch so ein altes Gemälde, Leute. Vielleicht ist es ja was wert. Aber alles bleibt hier liegen. Nichts wird mitgenommen, Leute. Das ist Regel Nummer 1 und nichts wird kaputt gemacht. Hier auch noch so ein altes Gemälde. Ich frage mich wirklich, was da passiert ist. Wie gesagt, vielleicht mussten die einfach schnell raus, weil die keine Rechnung bezahlen konnten. Und haben einige Sachen mitgenommen und dann sind sie abgehauen. Oder wer weiß, was da passiert ist allgemein so. Wir gehen jetzt zu so einem verlassenen Sanatorium, aber bevor wir da hingehen, guckt euch diese Aussicht an. Ist das nicht geil? Wo hat man so eine Aussicht? Außer hier und in Bayern. Wuppertal. Stimmt. Was haben wir hier? Gar nichts mehr drin, ne? Also zuerst hoch, oder? Ja, hör die, mit der schönen Räusche ist gefährdet. Aber hier ist nichts mehr drin. Dann gehen wir mal in den Keller. Was ist das hier? Heizung. Wow. Auf zum Sanatorium. Keller war nicht viel, Leute. Seht ihr, Leute, ist gar nichts mehr drin da. Aber da bestimmt. Ne, da auch nicht rein. Ist auch so einsturzgefährdet. Aber das könnte eventuell noch, da kommt auch schon der Boden teilweise runter, seht ihr. Hier seht ihr es noch besser, wie das Dach schon eingestürzt ist. Ne, wie gesagt, das ist zu gefährlich. Man sollte auch seine Grenzen kennen, Leute. Malte hat hier oben zwei Balken LTE. Läuft. Ich muss gerade den langsam halbwegs. Okay. Es knappt schon. Das war hier. So, das war hier. Schutt, ne? Besser ist das, Leute. Wie gesagt, man sollte seine Grenzen kennen. Ist da oben schon gar nicht mehr fest. Ist die nicht mehr fest? Okay. Schade, Leute. Schade. Aber wie gesagt, hier war vielleicht das Sanatorium. Ist da hinten, wie Malte schon sagte. Aber ist halt kaputt. Wir gehen. Komm, Kinder, wir gehen. Okay. Ja, Leute, wir fahren jetzt wieder weg aus dem Harz. Wir fahren jetzt Richtung Hannover, die Ecke da. Vielleicht kennt jemand von euch noch im Harz was Cooles, wo man wirklich reinkommt und was richtig erhalten ist noch. Schreibt es unbedingt in die Kommentare, dann kommen wir vielleicht nochmal hierher. Ja, wir waren jetzt quasi im Oberharz, vielleicht auch eine Kackecke. Also, oder falscher Zeitpunkt, weil sie jetzt viel wieder dicht gemacht haben oder so, aber von den Aussichten ist es richtig schön. Entweder war das nur so ein Rotten Place oder da bald dicht, ne? Leider. Genau.
Wie gesagt, von der Aussicht her ist der Harz wunderschön. Aber wir wollen auch Lost Places sehen, richtig geile. Und wie gesagt, wenn von euch jemand das kennt hier, was richtig geil ist, schreibt es in die Kommentare. Und wir sehen uns jetzt gleich auf jeden Fall in Richtung Hannover. So Leute, wir sind jetzt aus dem Harz weg. Wir sind jetzt in der Nähe bei Hannover. Boah, jetzt knall ich schon noch fast dagegen. Bei so einem verlassenen Zementwerk. Wie geil sieht das aus, Leute, diese Aussicht. Hammer. Die dicken Apparate, die da stehen. 1, 2, 3, 4, ich glaube 5 Stück. Das sind alles Mühlen. Damit wurde dann das Ton, Zement, Kalk, alles klein gemahlen und vermischt. Hätte nicht mal ganz auf dem Schirm. Erstes Layer ist schon hier, aber. Und das, was hier überall ist, das ist alles Kalk und Zement. Die ganze Tür ist voll, weil das immer so gestaubt hat und alles. Was sich über die Jahre angesammelt hat. Ups. Nur Stück Staub und ein bisschen Wasser. Das ist heftig. Hier ist auch noch so ein Tank. Hier sind die Zementwagen. Die Betonwagen angefahren. Hier wurde das quasi reingefüllt, gewogen und weg. Stromkabel mit maximal 1 Bar aufblasen. Festigkeitsklasse. Mit Zement jetzt oder was? CEM1, ne? Hm? Zementklasse. Das ist Festigkeitsklasse, wie hart der wird. Hm? R steht für Schnellhärten. Und hier zum Beispiel das N steht für Normalhärten. Okay, interessant. Alles geklaut worden von Kabeldieben. Boah. Übel. Das war mal Kaffeesahne. Das war Kaffeesahne. Ja. Also das trinkt ihr, Leute. Da ganz oben kommt man auf jeden Fall nicht mehr hin. Das ist der Bewegungsarm, ne? So wie er halt gerade stand. Dann wurde der Sack da runtergelassen. Und Beton rinnen wir heute. Voll nice. Wie beim Kindermachen. Was? Jo. Ziemlich großer Raum hier. Vor allen Dingen, wenn man sich das vorstellt, dass es alles hier durchging. Dann da, dann da, dann da. Leute, guck mal, wie hoch das geht. Und wenn du da oben bist, dann sieht dich die ganze Straße. Kannst du gleich bei der Polizei selber anrufen und sagen, ja, du bist hier. Alter, ganz ehrlich, das ist so eine Frechheit. Labern immer einen voll mit Umweltschutz und so einen Scheiß. Weißt du, und hier schwimmt das Öl. Das ist pechschwarzes Öl. Was da unten? Leute, ich habe diesmal nicht so viel Höhenangst wie letztes Mal. In anderen Kraftwerken, da hatte ich mehr Höhenangst. Aber man muss trotzdem immer wieder aufpassen. Ne? Man muss immer gucken, wo man hintritt. Weil der Boden kann locker sein, kann durchkrachen. Deswegen. Und hier ist schon wieder so ein Taube. Ach, die Tauben regen mich langsam auf, wenn die immer in so Lost Places sind. Letztes Mal auch im Kraftwerk hat die mich fast runtergenockt. Also in anderen Kraftwerken. Ne? Und hier sind schon wieder Tauben. Guck mal, Leute, wie tief das runter geht, sind bestimmt 7 Meter. Ohne Spaß. Oder 8 Meter. So groß wie ich. Und von hier kommt man das bestimmt auch nochmal steuern, ne? Mhm. Von hier kommt man das nochmal steuern bestimmt, ne? Das war einfach nur Kontrollleucht, ne? Also an- und aus kannst du machen. Oder die Dauerschmierung. Keine Ahnung. Egal. Das sind Zahnräder. Das sind wirklich Zahnräder. Öl und Alter Finne, ey. Krass. Da kriegt man schon Muffe, wenn man da richtig lang läuft. Vielleicht sieht man da auch noch was. Guckt euch diese riesigen Behälter an. So Leute, wir sind jetzt gerade in Hannover. Wir wollten gerade zu Conti, aber da sind Bauarbeiter. Ja. Wir kommen gerade. Um 6 Uhr! Um 6. Auf Samstag! Haben die nichts zu tun? Nein. Kann ich eingehen! Auf jeden Fall sind wir jetzt noch zum nächsten Lost Place. Wir sind jetzt halt den ganzen Tag schon seit 5 Uhr, 6 Uhr unterwegs. Ja. 6 Uhr, genau. Ich bin müde. Ich bin auch müde. Ich bin auch im Bett. Ja. Ja, wir suchen jetzt noch ein Lost Place zum Übernachten.
Wenn wir jetzt nichts mehr finden auf die Schnelle, weil das ist gleich auch dunkel und das, was auf dem Weg liegt, ist halt alles in Zentrumsnähe oder im Zentrum und da ist ein bisschen kritischer Hase mit Taschenlampen. Genau. Und ja, ansonsten, wir gucken mal. Ansonsten mag ich bin. So Leute, wir haben jetzt kein Lost Place mehr gefunden, gehen aber bald wieder auf Lost Place Tour. Waren jetzt bei Kelsey. Ich war da noch nie. Er hat für den geringen Verdiener ausgegeben. Und ansonsten, haut rein, Leute. Lasst gerne ein Abo da. Und aktiviert die Glocke. Ciao.